atmosphärisch macht es schon einen Ab-Eintritt bei dem Wiener Tor wirklich einen Totalunterschied. Ja? Irgendwas bleibt draußen und herinnen ändert sich was. Es ist wunderschön, auch wie es hier inszeniert ist, wie jede Ausstellerin und jeder Aussteller hier sein oder ihr Produkt in Szene setzt. Das ist schon was ganz Besonderes. Also ich glaube, mit diesem Outdoor-Format und in dieser Dimension haben wir da ziemlich was Einzigartiges geschaffen. Uns war es wichtig, dass man die Möbel, die Küchen wirklich in dem Umfeld erlebt, wo sie dann letztendlich auch stehen. Genau die Kombination macht es aus. Die Spannung von Tradition und Innovation auch hier, die Spannung von Natur, außen und innen. Wirklich ganz exquisite, großartige Aussteller, Design vom Feinsten und ja, viel besser geht's glaube ich gar nicht. Österreich steht für Kultur, für Musik, natürlich auch für Wirtschaft. Wir sind sehr stark im Export und daher ist natürlich jede Messe, die das begünstigt, natürlich äußerst positiv. Man wohnt nicht mehr nur innen, sondern auch außen. Durch die große Terrassentüre, durch die Außenflächen wächst im Sommer das Leben ja außen und innen zusammen. Möbel für den Außenbereich zu machen, ist für einen Designer immer eine große Herausforderung, weil die Materialien immer ans Limit gehen. Ein kariger Baustoff, aus dem etwas zu machen, ein Designerstück zu machen, da ist es sehr, sehr wichtig, eben die Zusammenarbeit mit Designern. Nicht nur, dass man als Aussteller hier ist, um seine Produkte herzuzeigen, sondern man findet schon sehr viele Anreize, Ideen, die man mit nach Hause nimmt. Ich denke, dass gerade die Kulinarik immer auch solche Aktivitäten entscheidet und natürlich auch dann bei Kaufentscheidungen unheimlich wichtig ist, wie gut man sich fühlt. Und ich sage immer, jedes Essen hat eine Hauptaufgabe. Man soll sich nach einem Essen besser fühlen wie vorher.